wir starten das Fahrzeug. So trete ich den Bremspedal und drücke den Startknopf. Und das Mäusekino geht an, ne? Das Mäusekino geht an. Ich erkläre was dazu. Das Fahrzeug läuft jetzt. Also es ist, wir könnten jetzt losfahren. Man hat diesen Jingle installiert, damit man, wie bei einem Computer, auch merkt, okay, das Gerät läuft. Wir haben hier verschiedene Anzeigen hier oben. Das ist sozusagen meine Power-Anzeige. Ich sehe hier so eine Art Recycling-Zeichen. Das zeigt mir, wenn ich zum Beispiel einen Berg runterfahre, dann habe ich so eine Art Dynamo-Effekt. Dann speise ich Energie ein. Wenn ich mit dem Fahrzeug bremse, speise ich auch Energie ein. Wenn ich beschleunige und stark beschleunige, geht Energie raus. Hier sehe ich Batterietemperatur. Hier rechts ist quasi meine... Ja, okay. Genau. Hier rechts ist sozusagen meine Tankanzeige. Ja. Ich sehe es optisch, den Grad, wie es gefüllt ist. Und ich sehe meine momentane Reichweite. Die beeinflusst sich aber zum Beispiel, ob ich eine Klimaanlage laufen habe oder nicht. Jetzt habe ich eine Klimaanlage. Ich mache die jetzt mal gerade aus. Bleib mal drauf. Auf, den, so. Auf der Anzeige. Ja. Ja. Ich mache die mal aus. Dann müsste, zack, geht sofort die Reichweite hoch. Ah, ja, okay. Meine Klimaanlage hat viel Strom verbraucht. Aber wir wollen mal heute nicht schwitzen, also machen wir sie wieder an. Gut, dann die anderen Anzeigen kennt man aus dem gewohnten Auto. Wie ist das? Bordcomputer, kannst du einfach durchklicken. Es gibt einen Bordcomputer. Was aber noch interessanter ist, ist gleich dieses zentrale Infotainment-System. Komme ich gleich zu. Hier oben habe ich noch kmh, Außentemperatur, und hier links, das ist so ein kleines Bäumchen. Ja? Und wenn ich besonders ökonomisch fahre, hier weit einholen. Ja? Ah ja, danke. Ich sehe es nicht. Wenn ich besonders ökonomisch fahre, ja, dann wächst ja so ein kleines Bäumchen und ich kann dann quasi auch so einen globalen Bäumchen Wettbewerb machen. Ja? Dieses Belohnungsmodell. Genau, quasi, das soll mich dazu animieren, dann halt ökonomisch zu fahren. Und sonst hast du eine Uhrzeit gerade, ja, okay. So, dann fahren wir mal los. Ja, die Schaltung fand ich, kannst du noch mal ganz kurz die Schaltung? Ja, ich fand die okay, noch die Schaltung, ich habe hier nur so einen kleinen Joystick. Mhm. Ich kann, das ist bei einem Automatikgetriebe, ich habe einen Rückwärtsgang, ich habe Neutral, ich habe Drive und ich habe einen Öko-Drive. Und ich habe die Parkbremse, die aber damit funktioniert, dass ich auf den Knopf drücke. Mhm. Und dann bin ich im Parken. Hier habe ich eine elektronische Und das wird dann auch noch hier entsprechend im Display. Das angezeigt. P ist jetzt gerade an. Genau. Okay. Richtig. So, jetzt wollen wir mal losfahren. Ich schalte den Rückwärtsgang. Habe dazu auch noch eine Rückfahrkamera. Das Auto piepst ein bisschen nach hinten, weil wir machen ja sowieso keine Geräusche. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Wie Sie hören Sie nichts. Man hört nur das Abrollgeräusch. Auf Kies hört man sowieso die Autos ein bisschen stärker. Aber ansonsten hört man nichts. Das ist gleich auf dem Asphalt noch etwas beeindruckender. So, genau. Das ist jetzt hier auch die Ausfahrt vom Nissan Race Camp. Hier wird auch drauf geachtet, wer rein und raus fährt. So, dann noch ein paar technische Daten. Ja, gerne. Der Wagen hat 110 PS. 280 Newtonmeter Drehmoment, das ist vergleichbar für einen V6 Benzinmotor. Und ich muss jetzt hier mich mal gerade kurz konzentrieren, dass wir hier mit niemandem kollidieren. Das sieht gut aus. So, und jetzt aufgepasst, ich beschleunige. Und das Drehmoment steht bei 0 direkt an, weil ich ja kein Drehmoment aufbauen muss wie bei einem Verbrenner oder Diesel. Der Pedalwunsch wird sozusagen sofort erfüllt. Sofort im Vortrieb umgesetzt, was mir natürlich im urbanen Stadtverkehr beeindruckende Ampelstarts ermöglicht. Ich kann mit diesem Fahrzeug 145 km/h Spitze fahren, beschleunige von 0 auf 100 in 11,9 Sekunden und habe eine Reichweite, die, wie gesagt, von meiner Fahrweise stark abhängt und von meinen Verbrauchern, die ich benutze. Aber realistisch sind gute 130, 140 Kilometer im Mix Landstraße, Autobahn und Stadtverkehr. Man kann auch 200 Kilometer erreichen, aber da muss man extrem ökonomisch fahren. Auch klar ist, wie bei allen Energien, die ich gebrauche, wenn ich sie halt voll abrufe, ist natürlich schneller der Akku leer. Das heißt, also, wenn ich jetzt eine Vollgas-Autobahnfahrt mache, dann würde ich wahrscheinlich die 100 Kilometer nicht schaffen. Mhm. Aber das macht man ja mit seinem normalen Fahrzeug auch nicht. Normalerweise. Habt ihr da irgendwie noch was geplant mit Charging, also Wechselakku oder irgendwas in der Richtung? Nein, der Akku ist fest verbaut. Man kann ihn zwar
es sind so einzelne Zähne, die sind so laminiert. Ja. Sollte dort ein Defekt sein, was aber eher unwahrscheinlich ist, weil sie in sich abgeschlossen sind, kann man diese tauschen, diese einzelnen Zähne. Man muss also nicht die ganze Batterie tauschen. Mhm. Wie viele sind das? Oh, so über den Daumen jetzt? Mehrere Dutzend. Ich off the record. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Das sind mehrere so Dutzende kleine, wie gesagt, so laminierte. Also nicht nur so drei, sondern so ganz viele kleine Pakete. Okay. Und wir machen hier mal so einen U-Turn. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Und, ja genau. Man hört, das Fahrzeug macht mehr so ein Geräusch wie so eine Straßenbahn. So ein surrendes Geräusch. Ist halt sehr leise dabei. Und so die Lebensdauer an sich von jetzt, ich sag mal, wenn keine einzelnen ausfallen, sondern so habt ihr da ausprobiert? Wenn man davon ausgeht, dass man mit diesem Fahrzeug so ca. 15.000 Kilometer im Jahr fährt und dementsprechende Ladezyklen hat, dann hat dieses Auto wahrscheinlich nach 10 Jahren haben die Batterien dann noch eine Restkapazität von 80%. Das heißt aber noch nicht, dass die Batterie dann wertlos ist. Diese Autobatterien sind begehrt für als Zwischenstromspeicher. Das heißt, es gibt jetzt schon Verträge mit Unternehmen, die diese Batterien, wenn sie dann in den Recyclingprozess kommen, halt aufkaufen, damit man Energie, die man zum Beispiel durch Wind oder Solar gewinnt, zwischenspeichern kann. Mhm. Aber dafür sind dann die Batterien dann das immer noch völlig gut zu gebrauchen. Das heißt, sollte ich also hier mal die Batterie dann tauschen wollen, dann, wie gesagt, was möglich ist, dann kriege ich sozusagen für meine alte Batterie immer noch einen guten Restwert. Mhm. Und Leasingmodelle habt ihr jetzt gar nicht vorgesehen? Nein, das haben wir nicht vorgesehen, das machen die Wettbewerber. Das Fahrzeug hat natürlich eine Fahrzeuggarantie aufs Auto und auch auf die Batterie. Und ja, da braucht man sich sozusagen keine Sorgen machen. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein paar Meter runter und drehen noch mal rum. Was, wie gesagt, sehr interessant ist und innovativ, ich habe in der Mitte ein Navigationssystem, wie man es kennt, aber ich habe hier noch mehr Systeme. Ich kann hier einerseits einstellen am Fahrzeug, wann soll es laden, wie lange soll es laden, soll es zu einer bestimmten Uhrzeit kühlen oder heizen. Ich kann hier abrufen, wo ist die nächste Ladesäule. Ich kann abrufen, wie weit komme ich mit diesem Fahrzeug noch optisch in einem Radius. Das Ganze wiederum, all diese Funktionen kann ich auch über eine App oder über meinen PC machen. Ich kann das Fahrzeug auch über die App steuern. Ich kann sagen, bitte lade, hör auf zu laden. Wie ist gerade der Zustand, wie weit würde ich gerade kommen, das kann ich alles bequem mit meinem Smartphone oder wie gesagt mit meinem Rechner. Also Android, iPhone? Da wird es dann dementsprechend oder genau. Welche Richtung ist das? Also ich gehe davon aus, iPhone, aber ich gehe davon aus, dass die anderen Smartphones das auch dann können. Dass man das so einrichtet, dass man, wie gesagt, da ja immer einen Status hat über den Zustand des Fahrzeuges, den Ladezustand. Und der Sinn der Sache ist, dass ich das Fahrzeug kühle oder heize, wenn es noch am Stromnetz hängt, damit ich diese Energie noch aus dem Netz ziehe und dann schon mit einer vollen Batterie starte, ohne dann Energie zu verbrauchen, die ich für Kühlen oder Heizen benötige. Mhm. Und es hat natürlich auch noch einen Komforteffekt, wenn ich schon in ein gekühltes oder geheiztes Auto einsteige, ist das natürlich auch für mich ganz angenehm. Ja, dann brauche ich ja dann auch während der Fahrt nicht die Klimaanlage dann anzustellen und spare auch schon mal wieder ein paar Kilometer sozusagen. Spare wieder ein paar Kilometer. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt hier auf Energy Information drücke, was passiert dann? Darf ich das tun? Sekunde, ich muss mich da ja, klar. Die Ausfahrt hier konzentrieren. Das schneide ich dann. Also, Energy Information. Achso, ja, genau. Ich gehe davon aus, ja genau, hier habe ich nochmal ein paar Zustände, wie ökonomisch ich gerade fahre, was ich gerade an Kilowatt verbrauche, hier, was meine Klimaanlage an Kilowatt verbraucht und so weiter. Mhm. Wie das historisch bedingt ist, also wie ich vielleicht in der Vergangenheit mehr oder weniger ökonomisch gefahren bin. Ja, ich drücke jetzt Beschleunigung und dann sehe ich, dass hier dementsprechend mehr Energie verbraucht wird. Okay. Gut, was haben wir noch in dem Programm? Jetzt müssen wir mal gucken. Menü? Nee, ich glaube, ich muss hier nochmal drauf gehen. Ach so. So, wie gesagt, hier, das ist die Uhrzeit.
die ich einstellen kann, wenn ich möchte, dass das Auto lädt. Weil ich könnte ja zum Beispiel den Nachtstrom benutzen, der günstiger ist. Mhm. Hier ist der Timer für die Klimaanlage bzw. Heizung. Das Fahrzeug datet sich ab über einen Server, über neue Ladestationen, damit ich immer, wenn neue Ladestationen dazukommen, dass man dann weiß, okay, hier oder da kann ich laden. Habt ihr da bestimmte Referenzen oder sind da irgendwann mal alle drin oder sind schon alle drin? Also es gibt natürlich mehrere Anbieter und dann muss man diese Quellen bündeln. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich bei meiner Oma geladen habe, dann merkt auch sich diese Station. Ach du Jemini, und dann kriegt Oma Besuch. Genau. Hier sehe ich nochmal in einem optischen Radius, wie weit ich mit dem Fahrzeug mich bewegen kann. Also ich sehe hier optisch, ich kann Köln erreichen. Ah ja, okay. Ja. Das ist quasi nicht jetzt auf die Streckenführung, sondern... Wenn man Lineal anlegen würde auf die Landkarte. Genau, weil oft ist ja ein Kilometer Reichweite wert. Man weiß gar nicht so, wie weit ist es eigentlich noch bis dort, wo ich hin möchte. Mhm. Wenn ich jetzt Navi nicht habe, aber ich sehe es dann optisch und sehe, ach ja, okay, also bis nach Hause, das sehe ich ja hier meine Stadt oder mein Zielort und dann, das kann ich bequem erreichen. Carwings, was für Flügel sind das? Ja, dieses Carwings, das ist dieses System, worüber ich gesprochen habe. Das ist halt dieses Informationssystem, wie gesagt, was über einen Server verbunden ist und da die Informationen rauszieht. Das nennt sich Carwings. Okay. Und darüber steuerst du eben auch ganz normal Radio, CD, Radiofunktion habe ich hier ganz normal. Radiofunktion, CD, AUX und... dann habe ich hier ganz normal die Navigationsmenü, wie man das eigentlich kennt. Das ist jetzt der neueste Standard, aber das kennt man ja auch aus einem vertrauten Umfeld. Wie ist das mit Internet? Ist das auch, wenn ich jetzt eine SIM-Card einlege, ist das möglich oder ist das mal geplant? Oder? Wie gesagt, das Auto hat ja in dem Sinne ja schon Internetverbindung über dieses Carwings. Müsste jetzt selber mal gucken, ob ich dann weitere Funktionen nutzen kann. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Ob ich dann, wie gesagt, jetzt hier auch nochmal irgendwelche zusätzlichen Apps vielleicht draufziehen kann, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Tauschen wir nochmal E-Mails aus und dann schreibst du mir das nochmal. Das müsste ich mir jetzt mit den Kollegen aus der Technik dann nochmal. Ja, gerne. Also das kann ich jetzt gerade trocknen. Können wir noch, dann nochmal nachreichen. Super. So, jetzt haben wir hier hinten noch jemanden drin sitzen. Seid ihr anonym oder darf ich euch auch irgendwie kurz mal fragen, wie ihr das so findet, wenn ihr hier drin, hinten drin sitzt? Es kommt ins Internet, ne? Also es ist unwahrscheinlich ein großes Platzangebot hier hinten von der Beinfreiheit her. Okay. Eigentlich das, was man ja so braucht, wenn man etwas größer ist. Mhm. Ja, ich wollte sagen, das sieht jetzt nicht gerade ungemütlich aus. Seid ihr so ganz ruhig und zufrieden? Ihr wart ganz artig, weil wir hier das kleine Interview gemacht haben. Aber auch hinten ist angenehm, ja? Ja. Okay. Wir haben uns die Akustik angepasst, wenn man hier gar keine Geräusche mehr hört. Ja, das ist entspannt. Von außen ist und deswegen haben wir uns dementsprechend angepasst. Sehr lieb, sehr lieb. Wo kommt ihr her? Hier aus der Ecke oder müsst ihr noch weiter? Aus Wuppertal. Aus Wuppertal. Ja gut, dann erstmal danke für die erste Meinung und... dann würde ich sagen, wenn dann das 24-Stunden-Rennen zu Ende ist, dann wünsche ich euch auch eine gute Heimfahrt. Ist ja nicht so weit, ich muss ein bisschen weiter. Danke.